Und damit willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda im Live-Let's Play. Willkommen. Die Arbeitspläne der Krankenstation. Die Dienstbilder finden und Krankenstation durchsuchen. Genau, in der letzten Folge haben wir ja diesen Außenposten errichtet, der ja militärisch ausgelegt ist und nicht wissenschaftlich. Danke für das Fluorid. Da oben und da hinten, okay. Oh, da waren wir doch schon mal in der Richtung. Okay, da steht nur Versorgungsoffizier. Man kann nicht mit dieser Person reden. Wer geht schon Treppen, wenn man fliehen kann? Angeber. Hallo, guten Tag. Hi. Hi. Sie haben nicht zufällig eine Treibstoffzelle übrig, oder? Die Quartiermeisterin sagt zwar, wir hätten jede Menge davon, aber das muss sie vermutlich behaupten. Moment mal. Scheiße, Sie sind der Pathfinder. Tut mir leid, niemand hat mir gesagt, dass wir VIP-Besuch kriegen. Einfach nur Ryder. Freut mich, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Ich bin Forks, der Chefingenieur von Prodromos. Lassen Sie es mich einfach wissen, falls Sie etwas brauchen. Okay. Fragen, 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 ganz viele Fragen. Was führt Sie nach Andromeda? Es gibt zu Hause eine Kolonie, von der Sie noch nie gehört haben. Viridis. Sie ist gescheitert. Und ich musste als Kind mit ansehen, wie alles auseinandergebrochen ist. Als ich dort wegging, habe ich Infrastrukturtechnik und Bauwesen studiert. Langweiliges Zeug. Außer man hat je irgendwo gelebt, wo niemand etwas davon versteht. Ich schätze, ich wollte es einfach besser machen als Viridis. Und die Initiative war dafür die beste Möglichkeit. Was sind Ihre Aufgaben hier? Mein Team bringt alles zum Laufen. Wasser, Energie, Kommunikation, alles, was eine Zivilisation braucht. Naja, außer Gesetzen und einer Verfassung vielleicht. Aber es ist deutlich einfacher, sich um solche Dinge Gedanken zu machen, wenn man eine vernünftige Toilette hat. Oder man geht einfach hinter das Gebüsch. Was denken Sie über Ihr neues Zuhause? Mein erster Eindruck? Wir haben Wasser, einen klaren Himmel, um Solarstrom zu gewinnen, Pflanzen, die wir anbauen können. Die Relikte sind natürlich ein Rätsel, aber Bradley sagt, Sie würden das schon klären. Keine Frage, vor uns liegt einiges an Arbeit. Aber ich denke, EOS wird wirklich etwas ganz Besonderes werden. Was halten Sie von der restlichen Belegschaft des Außenpostens? Sie meinen von Connor zum Beispiel? Sie ist ziemlich lustig, wenn man sie erstmal richtig kennt. Sie sollten allerdings nie mit ihr pokern, glauben Sie mir. Wiedersehen, Fox. Ich wünsche Ihnen was. Das Schlechteste oder das Beste? Sonntag, Abel sind die Terminals. Arbeitsplan Woche 2. Wassergramm-Reparaturteam. Hurricane Fox, Lorelei Smith, bla da da da. Okay. Dienstpläne. In diesem Datenpad wurde der Name Jennings erwähnt. Hier, Axel Jennings. Er hat den Auftrag, überall in der Wüste Wetterstationen aufzustellen. Schön, dass du es jetzt einfach abgebrochen hast. Guten Tag, Dr. Ramirez. August sagte schon, Sie würden vielleicht vorbeischauen. Ryder, nicht wahr? Ich bin Dr. Ramirez. Ich betreibe die Klinik hier auf EOS. Es ist ein viel besseres Leben, als ein Arzt bei der Allianz zu sein. Freut mich, Sie kennenzulernen. Mich auch. Und ich nehme mal an, Sie sind nicht wegen eines Gesundheitschecks hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie sieht dein Gesicht seltsam aus. Was halten Sie von Bradley? Ich kenne ihn schon seit Jahren. Ich war Sanitäter in seinem Trupp, als er verletzt wurde. Und wir sind auch nach seiner Entlassung weiter in Kontakt geblieben. Er ist ein kluger Mann, ein guter Lieutenant, aber ein noch besserer Bürgermeister. Und es nervt ihn, wenn ich ihn August nenne. Also beschränke ich mich darauf, es, naja, nicht mehr als 2 oder 3 Mal am Tag zu machen. Wie nett. Wie läuft es in Ihrer Klinik? Relativ ruhig. Ich untersuche die neuen Kolonisten. Und wir hatten ein paar Fälle von Dehydrierung und Sonnenblindheit, aber nichts Ernstes. Wieso haben Sie sich der Andromeda-Initiative angeschlossen? Ich habe früher als Arzt in der Allianz gedient, aber sagen wir einfach,
ich habe einen Raubzug batarianischer Sklavenhändler zu viel erlebt. Ich war schon damals mit August, mit Bradley, befreundet. Und als er sich bei der Initiative verpflichtet hat, meinte er, ich solle es mir doch auch überlegen. Es war einfach Zeit für einen Neuanfang. Wie ist es, in unserem ersten erfolgreichen Außenposten zu leben? Es erinnert mich an meine Zeit bei der Allianz. Diese Soldaten sehen alle so jung aus, aber sie sind sehr entschlossen. Wir wissen, wir werden es schaffen. Dann will ich Sie mal nicht weiter stören. Kommen Sie gerne jederzeit wieder vorbei. Am besten unverletzt. Oh, dann habe ich ja gar keinen Grund vorbeizukommen. Hallo? Ryder. Dann will ich... Greife ich jetzt darauf Ryder zu? Nicht mit ihm reden, ich will darauf zugreifen. Ryder. Er ist ja gut. Ryder. Achso, hier muss ich einfach nur durchsuchen, das ist einfach nur allgemein. Okay. Falls sich das jemand durchlesen möchte, kann es diese Person gerne machen. Aber ich bin zu faul. Gerade. Sorry. Und anscheinend hat es nichts gebracht. Ach, Scan. Doof. Hiermit wurden eindeutig von Relikten verursachte Wunden versorgt. Laut diesem Datenpad hatten die Arbeiter versucht, sie zu kontrollieren. Aus der Wunde wurden Sandpartikel entfernt. Ich analysiere sie. Ein Abgleich mit den auf dem Dienstplan genannten Orten liegt nahe, dass die Verletzung in der Nähe eines Monolithen verursacht wurde. Gehen wir. Ja, da oben. Oh. Die Richtung. Müsste das gewesen sein. Ja, der da hinten. Na, ich gucke genau... Ne, fast genau hin. Wo können wir denn unser Fahrzeug holen? Oh, es kommt doch nicht immer so weit raus. Da. Wegpunkt, Wegpunkt, Wegpunkt da hinten. Ja dann. So, das müsste hier gewesen sein. Okay. Keine Spur von diesen Arbeitern. Aber irgendjemand hat seine Ausrüstung zurückgelassen. Irgendjemand. Moment. Ich habe hier einen offenen Kommkanal. Leicht verdientes Geld. Sobald sich die Lexi, wir haben eine weitere Kolonistin gefunden. Es sind so viele. In Ordnung. Schicken Sie mir Ihre Daten. Was? Wo? Hä? Ich grad... Doof? Anscheinend. Moment. Da musste ich kurz niegen. Ja. Es dient offenbar dazu, aus dem Boden kommende Konsolen neu auszurichten. Das könnte ziemlich nützlich sein. Was? Müssen. Oh mein Gott, sag mir doch, dass ich... What the fuck, wie komme ich denn da hin? So schnell. Sag mir doch vorher, dass da eine Zeitanzeige ist. Was zu Stress? Habe ich denn jetzt her? Da, aus der Richtung. Ich muss das Interface benutzen, das dieses Ding steuert. Warum? Das wird uns helfen! Gegen was? Weiß nicht, warum ich das gerade gemacht habe. Aber ich hab's gemacht. Steig ein! Da vorne ging es doch, glaube ich, in den Tunnel rein, ne? Au. Oh. Jetzt fahr doch. Danke.
Ich kann nicht fahren. Da habe ich ja nochmal eine Chance, das zu machen, oder? Das hier ist nicht unbedingt der klassische Weihnachtsplanet. Echt? Sobald wir wissen, was für Jahreszeiten es hier gibt, wird es auf Eos auch Feiertage und Urlaube geben. Ich versuche mir vorzustellen, was alles möglich wäre. In 50 Jahren machen die Leute hier vielleicht Ferien am Strand. Okay, kann ich das jetzt irgendwie laden? Ich will was. Okay, was passiert? Kann ich das nochmal machen? Okay. Zeit ist zwar abgelaufen, aber. Ich war verwirrt, ich habe das nicht mitbekommen. Wenn man wurde von irgendwas anders geredet, dann. Ne? Na, wo sind die? Ach, da sind. Oh mein Gott. Da war ich ja schon des Öfteren. Ich glaube, das war's. Womit? Genau, bei diesem Ding, da war ich auch schon öfter. Helfen Sie uns! Bitte! Hä? Da, die sind tot. Du hältst ein bisschen viel aus. Irgendwie mache ich keinen Schaden. Ah, die Schilde halten ultra. Okay. Ja, war gut. Musik ist sehr seltsam. Noch irgendwo? Wer? Wo sind die Überlebenden? Hallo? Überlebende? Da. Genau hinter mir, in die Richtung. Angeblich. Zumindest habe ich da. Ach du! Du warst so in meinem Team mit irgendwie mit vereint. Das war irgendwie seltsam. Hallo? Danke. Gott sei Dank. Sie haben uns gefunden. Ja, hau doch ab. Nur leider nicht rechtzeitig. Ich habe es versucht. Ich habe ein Datenpad im Außenposten gelassen. Jennings hätte mich umgebracht, wenn er davon gewusst hätte. Er wollte seine eigene Armee aus Reliktarbeitern. Und er hat sie bekommen. Was hatte Jennings hier vor? Er dachte, ein spezieller Stromschlag würde die Relikte gefügig machen. Aber Sie sehen ja, wie das ausgegangen ist. Ich werde Bradley erzählen, was geschehen ist. Er wird dafür sorgen, dass so etwas nie wieder vorkommt. Okay. Lebensfähigkeitspunkte. Ah, jetzt bin ich gespannt. Reicht das jetzt mittlerweile, dass ich da hinten hin kann oder nicht? Nö, ich hau ab. Nee, immer noch. Ich registriere eine Strahlenbelastung. Ja, du mich auch. Forschungsstation, interessiert ja keinen. Erinnerungsmatrix. Mineralien-Scan. Sonst sehe ich hier keine weiteren Quests, okay. Ja, auf der Nexus. Okay, da. Gleich in der Kulissen finden Scan. Nein. Okay. Auf der Dingsbus sprechen. Okay. Da müssen wir immer noch warten, okay. Abgeschlossen, die sind irrelevant. Und Beziehungen noch gleich, oder? Ja.
bis auch zu Nexus und Nexus. Okay. Dann auf zur Nexus. Mit der Besprechung beginnen möchte ich PB und Drag noch ihre Quartiere zuweisen. Ich habe meinen Rucksack schon in die Küche gestellt. Ich würde gerne dort bleiben, falls das okay ist. Und ich bin in einer der Rettungskapseln. Das ist mehr mein Ding. Das ist fantastisch. Willkommen an Bord. Irgendwelche Anmerkungen, Ryder? Das ist kein militärisches Schiff, aber Regeln sind notwendig. Erfragen Sie künftig vorher das Protokoll. Reden wir über unseren Erfolg auf Eos. Wir haben unseren ersten richtigen Außenposten errichtet und darüber hinaus noch mehr geleistet. Wir haben die Relikte entdeckt und sind in ihr Gewölbe eingedrungen. Und wurden nicht getötet. Haben die Strahlenkrankheit überwunden. Sogar mehrfach. Und sind nicht gestorben. Wurden an jeder Ecke von Cat angegriffen. Und wurden wieder nicht getötet. Sie sollten die Messlatte für das, was als Erfolg gilt, wirklich etwas höher legen. Sollen wir vielleicht die kroganische Definition von Erfolg nehmen, durch die ihre Heimatwelt von ihren eigenen Leuten zerbombt wurde? Auch wieder wahr. Konzentrieren wir uns auf die aktuelle Aufgabe, den Blick nach vorne. Genau. Ich habe dazu nur eine Frage. Wann greifen wir das nächste Gewölbe an? Es sah aktiv aus. Wir müssen handeln. Langsam, langsam. Wir dürfen keinesfalls vorschnell handeln. Die Initiative hat Prioritäten. Das Team bestimmt, was gemacht wird. Genau genommen bestimmt der Pathfinder, was gemacht wird. Nur damit das klar ist. Also, was brauchen Sie von uns, Ryder? Hier im Spiel, Helios hat uns überrascht, weil es neu für uns war. Für uns alle. Also sollten wir rausfinden, welche Regeln hier gelten und versuchen, uns daran zu halten. Klingt gut. Wenn ich eines wirklich gut kann, dann ist es, mir Regeln auszudenken. Von Regeln ausdenken war nicht die Rede. Können wir bitte die Anarchie auf ein Minimum beschränken? Okay, zurück auf die Nexus. PB, Drag, lassen Sie sich von Lexi durchchecken. Gute Besprechung. Der wird alle weglaufen. Gut, dann nur zur Nexus und auf einmal kommt hier so eine Cutscene. Woher sollte ich das denn riechen? Das war. Wir besiedeln Eos. Ach, hör doch, Platz Cutscene zu machen. Das haben wir schon mal gedacht. Aber bei Eos ist das jetzt was anderes. Stimmt's, Pathfinder? Jetzt beruhigen Sie sich mal. Geben Sie ihnen etwas Raum. Lieutenant Sajax, Kandros Adjutantin. Sie wollten sie alle sehen. Es herrscht wieder Hoffnung, ist eine Weile her. Ja, da gib mir vorher eine Warnung, dass eine Cutscene kommt oder Gespräch oder sonstiges, damit ich die Aufnahme wieder anschmeißen kann. Sie haben wieder einen Pathfinder. Das ist unsere Aufgabe. Und Sie haben sie großartig erfüllt. Professor Herrick, richtig? Was Sie mit diesem Reliktgewölbe erreicht haben, ist beispiellos, Pathfinder. Unfassbar. Wenn mehr Militär aus der Stase erwacht, werden diese Kettes nicht mehr in die Nähe ihres Gewölbes oder unserer Leute schaffen. August Bradley wird das sicherstellen. Er ist der neue Bürgermeister. Bradley? Den kenne ich. Scheint ein guter Mann zu sein. Und? Worauf warten Sie noch? Da draußen wartet eine neue Welt. Danke, Ryder. Bitteschön. Ich lande und auf einmal. Ich habe bei Ten eine Beschwerde eingereicht. Schön, dass du eine Beschwerde eingereicht hast. Freut mich. So, Kommandozentrale. Auf geht's. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Schön, dass irgendwelche Lampen ausgetauscht werden. So. Einfach nur kurz zusammengefasst, was er gesagt hat. Wir haben die Bestätigung Da. Hätten Sie kurz Zeit? Er ist voll Einsatz. Ich würde sagen, was machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da und wir hören uns dann hier wieder. Bis dahin. Cheerio.